Herr Präsident, meine Damen und Herren, selbst wenn nicht eine Stunde Unterricht mehr ausfallen würde, würde das nichts an der Tatsache ändern, dass Eltern in prekären Lebenssituationen ihren Kindern die Schulausstattung nicht kaufen können. Materielle Armut hat eine einzige Ursache. Es fehlt schlicht das Geld. Dem folgen Armut an Gesundheit, Bildungsarmut, Armut an sozialem Ansehen, Armut bei Teilhabe und Selbstbestimmung. Und wenn dann die Opposition in Person von Herrn Laschet hier daherkommt und spricht, Arbeit, 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 ja, stimmt, ist richtig. Aber wenn ich dann höre, wie Sie den Arbeitsmarkt gestalten wollen, wie Sie glauben, Arbeit beschaffen zu können, Arbeitsstellen schaffen zu können, nämlich Regulierung weg, dann wird mir ganz anders zumute. Denn was heißt das denn? Das heißt, Arbeitsverhältnisse schaffen zu Lasten von Umwelt und Natur. Das heißt, weg mit Mindestlohn und Tariftreuegesetz. Und das heißt, dass Sie eins befördern wollen, nämlich prekäre Arbeitsverhältnisse und nichts anderes. Was haben wir damit? Wir haben noch mehr Aufstocker, noch mehr Menschen, die unter Umständen Vollzeit beschäftigt sind und trotzdem nicht genug Geld bekommen, um ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Was haben wir, was ist die Folge von prekären Arbeitsverhältnissen, von geringen Löhnen? Die Folge ist auch Altersarmut. Das ist ein Arbeitsmarkt, den Sie offensichtlich befördern wollen. Wir werden fehlende Einnahmen im Sozialversicherungssystem haben. Sie beklagen, genau, Herr Ten Humberg, finde ich ganz toll, Sie beklagen, die Ausbildungszahlen sind schlecht hier in NRW, ganz besonders. Ja, stimmen Sie uns einfach zu. Wir richten eine Ausbildungsumlage ein, dann schauen wir mal, wie sich der Ausbildungsmarkt beurteilt. Im Pflegebereich, im Altenpflegebereich hat sich das bestens bewährt. Dann haben Sie davon gesprochen, der Kindergartenfreibetrag im letzten Jahr ist nur was für Reiche. Also ganz ehrlich, da müssen wir dann auch mal weitergucken. Kindergeld oder Betreuungsgeld ist auch nur was für Reiche. Denn Menschen, die im SGB-II-Bezug sind, also Hartz IV bekommen, denen wird das angerechnet. Oder andersrum ausgedrückt, denen wird das Kindergeld abgezogen. Also wo wollen Sie denn eigentlich hin? Armutsbekämpfung, Herr Hafke, Sie haben das so vollmundig betont, Perspektiven schaffen. Die Richtlinie der FDP ist ja da nach wie vor mehr so, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Damit kommen wir natürlich auch nicht weiter. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen diverse Förderprogramme aufgelegt, ein ganzes Bündel an Förderprogrammen. Einige sind schon hier genannt worden, ich will die auch gar nicht alle wiederholen. Stichworte vielleicht Härtefallfonds, dann die zuführende Schulsozialarbeit, der soziale Arbeitsmarkt, ein ganz wichtiges Instrument, um Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit verharren, denen wieder auf die Sprünge zu helfen, vielleicht den Anschluss wiederzufinden. Wir haben Beratungsstrukturen ausgebaut im Land mit Arbeitslosenzentren, Schuldnerberatungsstellen und dergleichen. Das alles wird vom Land gefördert. Das sind alles im Übrigen Initiativen, die Sie ganz gerne immer wieder wegkürzen wollen. Also das sind ja so Ihre Sparanträge für die Haushalte, die wir hier immer wieder hören. Wir fördern ressortübergreifende Politik und da denke ich, sind wir sicherlich noch steigerungsfähig, aber auch das hat die Landesregierung, haben wir hier im Land Nordrhein-Westfalen begriffen, wird nicht nur nebeneinander versäult denken und arbeiten, sondern die Strukturen miteinander verbinden, um so voneinander zu profitieren und Synergieeffekte zu erzielen. Es gibt noch viel zu sagen. Ich möchte vielleicht einfach mal darauf hinweisen, wie die Regularien in der Sozialhilfe sind. Da heißt es, die Leistung sollen sie so weit wie möglich befähigen, die Menschen, die sie erhalten, befähigen, unabhängig von ihr zu leben, darauf haben, auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Gut.
Da heißt es dann auch, Hilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann. Okay, ich finde, das sind Maßstäbe, die sollten wir vielleicht auch mal bei der Subventionierung von Wirtschaftsförderung anlegen. Denn Wirtschaftsunternehmen werden auch subventioniert durch zum Beispiel niedrige Grundsteuern, durch niedrige Energiepreise und so weiter. Wenn wir da die gleichen Maßstäbe anlegen, ich bin jetzt gleich fertig, die gleichen Maßstäbe annehmen wie bei den Ärmsten unserer Gesellschaft, dann verhindern wir vielleicht, dass sich der Spruch von Karl Simrock, Armut ist des Reichtums Hand und Fuß, nicht bewahrheitet. Denn fördern und fordern ja, aber das muss für alle gelten. Schönen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.